Also meine Eltern haben mich nicht distanziert erzogen. Wir hatten zwar Westverwandte, ne, die uns auch besuchten und Pakete und Westfernsehen auch, ja, aber kritisch gegenüber die DDR gar nicht. Ne? Also ich war bei den Pionieren, ich war bei den FDJ, weil da war das erste Mal möglich, dass ich in ein Fernlager bekam oder gehen konnte, weil das war uns unmöglich. Ich hatte nie einen Urlaub mit meinen Eltern, das hätten wir uns mit 4 Kindern nicht leisten können. Und ich glaube, über die FDJ bin ich da das erste Mal in so ein Lager, Fernlager gekommen. Und vorher nur über die Fernlager von meinem Vater natürlich. Aber so richtig mal ich selber irgendwo als wichtiges Einzelkind oder so, das war über die FDJ. Und da dachte ich da auch ganz früh, als junge, bewusste Frau, da kannst du mitbestimmen. Über die FDJ komischerweise. Also arbeite mit, plane mit, regiere mit. Das war ja damals so die Losung. Wäre für Sie auch eine Karriere bei der Partei, bei der SED in Nee, Frage gekommen? das war von zu Hause aus unmöglich, in die Partei zu gehen. Also da war von Anfang an, das machte man einfach nicht mit. Ne? Also das Wichtige war immer, autonom zu bleiben, individuell zu bleiben und entscheidungsfähig. Und das sahen meine Eltern immer nur für sich selber in ihrem Rahmen, den sie überblicken konnten und wo man Einfluss nehmen konnte. Und Partei, das gehörte zwar zum Bürgermeister, das war ja auch klar, man kam nur in höhere Positionen mit dieser Partei, aber letztendlich war das nie eine Option, auch da reinzugehen, also überhaupt Kompromisse zu machen, einen Stand in der Gesellschaft zu haben. Also ne, Partei war mehr oder minder schon schwierig, ne, weil es so staatsgetragen war, aber in die Partei zu gehen, um eventuell weiterzugehen oder besser zu kommen, wäre nie möglich gewesen. Also das Wichtigste war wirklich eine ziemlich direkte, klare, offene Auseinandersetzung und Wahrheit zu sprechen zu können. Und das war einfach, ich bin natürlich auch christlich erzogen worden, weil in dem Dorf wurden eben alle getauft und wir haben ja Jugendweihe und Konfirmation gehabt. Also das war als Entscheidungsmöglichkeiten offen. Also der Staat war offen und die Kirche, ja, aber es war immer klar, also nicht dogmatisch und auch nicht 100% eins. Immer so ein bisschen Abstand, den kritischen Abstand, doch, den habe ich mitbekommen von Mutti und Papa.